So, grüß Gott. Ich darf Sie wieder recht herzlich im Namen der Firma Schaffer zu unserer Webinarreihe begrüßen. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Autodesk Wall 2016 befassen, genauer gesagt die Neuerung. Verschaffen wir uns erstmal einen kurzen Überblick, sozusagen die Schlaglichter des neuen Walls. Es geht also in erster Linie um diese Punkte, wie Sie hier sehen. Zum einen die CAD-Integration, wir haben also jetzt in der 2016 auch die volle Unterstützung für das AnyCAD und die DWG-Unterlage. Ich weiß nicht, diejenigen von Ihnen, die das Inventor-Webinar gesehen haben, konnten ja da schon von den Neuerungen sich entsprechend informieren. Dann das Thema Konstruktion kopieren, das wir in der Vorgängerversion 2015 erstmalig mit dem R2 hatten. Das ist jetzt natürlich hier in der 2016 voll implementiert. Einheitliche Statusdefinition. Wir haben also erstmalig die Möglichkeit, eine identische Verwaltung von Artikeln und Dateien zu haben. Verbesserung im Stücklistenhandling und natürlich auch einiges an Verbesserungen im Vault Office. Beginnen wir mal mit der sogenannten CAD-Integration. Analog zum Inventor unterstützt natürlich Vault auch das AnyCAD, sodass alle gängigen Fremdformate in den Vault mit übernommen werden können und dort auch ganz normal über die Dateistruktur mitverwaltet. Das gleiche gilt auch für die Verknüpfung zur DWG-Unterlage. Das heißt also, wir haben jetzt hier erstmalig die Möglichkeit, nicht nur DWG-Dateien hinzuzufügen, ein- und auschecken, sondern wie man es jetzt hier sieht, eben auch die Verknüpfung direkt vom Inventor-Modell mitzuverwalten. Dann das Thema Konstruktion kopieren. Diejenigen von Ihnen, die unter 2015 schon den R2 genutzt haben, kennen dieses Tool schon. Für alle anderen, die Standard sozusagen 2015 benutzt haben, dürfte es neu sein. Das heißt, wir haben jetzt hier eine neue Oberfläche, die direkt in den Vault Explorer integriert ist. Sie starten das ganz normal über die rechte Maustaste, wählen aus das Konstruktion kopieren und kriegen dann eben diesen neuen Dialog. Dieser neue Dialog ist erstens mal sehr übersichtlich gestaltet, wie ich finde, und hat einiges an mehr Funktionalität. Schauen wir uns das mal im Folgenden an. Wir können jetzt hier also erstmalig ganze Dateigruppen kopieren. Wir haben die Möglichkeit, referenzbasiert zu kopieren und die zu ändernden Dateien auch gleichzeitig zu ersetzen. Wir haben einen eigenen Arbeitsablauf für das ordnerbasierende Kopieren und die Unterstützung zirkulärer Referenzen. Das bedeutet also, wenn irgendwo eine Redundanz einer Datei auf sich selbst verweist, dann wird es mittlerweile auch unterstützt beim Kopieren. Höhere Produktivität bei Kopiervorgängen bedeutet zum Beispiel, wir haben eine automatische Nummerierung, das wird jetzt also beim Kopieren mit angeboten im Dialog, die Eigenschaftsverwaltung und das serverbasierende Kopieren. Thema einheitlicher Status. Wie schon eingangs erwähnt, haben wir jetzt eine einheitliche Statusverwaltung. Sprich, mit 2016 ist man in der Lage, mehrere Artikel-Statusdefinitionen pro Kategorie zu verwalten. Und was aus meiner Sicht so in dem Zusammenhang mit die bedeutendste Neuerung ist, ist eben dieser identische Freigabeprozess für Artikel und Dateien. Die meisten von Ihnen, die Vault in der Professional-Variante, in der Vorgängerversion genutzt haben, kennen das ja. Und da war es eben noch für Artikel und Dateien getrennt und das wurde eben jetzt vereinheitlicht. Vordefinierte Aktionen bei Übergängen, also sogenannten Statusübergängen. Da findet jetzt im Hintergrund auch eine Prüfung statt, ob entsprechende untergeordnete Elemente freigegeben sind bzw. aktuell. Das sieht man jetzt hier in diesem großen Dialog, das blau hinterlegte. Und entsprechend in dem kleineren Dialog die sogenannten Related Files oder zugehörige Dateiverknüpfungen. Die werden mit überprüft.
flexible Artikelsicherheit. Neu ist hier, dass wir die Möglichkeit haben, Berechtigung für einzelne Artikel festzulegen, also benutzerdefiniert festzulegen. Wir können genauso gut die Berechtigung der Kategorie oder des Status festlegen. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine Artikelberechtigung zu definieren für den Statusübergang selbst, beziehungsweise den statusbasierten Zugriff, was also vorher nur im Dateiumfeld möglich war. Sicherheit für zugehörige Dateien. Die Steuerung der Sicherheit dieser zugehörigen Dateien findet anhand des Artikelstatus statt, sprich die Verwendung von Artikeleinstellungen und Definitionen von eigenen oder benutzerdefinierten Sicherheitseinstellungen ist möglich. Schauen wir uns mal die entsprechenden Artikelversionen an. Da gibt es also auch eine entsprechende Neuerung. Das heißt, die Überprüfung von Artikeländerungen zwischen verschiedenen Stadi, wie zum Beispiel zwischen zwei Freigaben, ist jetzt möglich. Und wir können diesen Versionsverlauf direkt abrufen, zum einen über die Registerkarte allgemein, über den Verlauf selbst, über den Verwendungsnachweis und neuerdings eben auch über die Stückliste. Dann auch eine sehr schöne Neuerung, wenn ein neuer Artikel erzeugt, sprich zugewiesen wird, können wir ihn mit einer Kategorie versehen, was also bisher auch nur im Dateiumfeld möglich war. Das heißt, wie gewohnt in der Vorgängerversion von Word Professional können wir jetzt eben hier eigene Kategorien anlegen, die auch wie gewohnt mit Farben versehen. Und diese Zuweisung erfolgt dann eben bei der Erstellung, ähnlich wie bei der Datei direkt. Ebenfalls neu ist das Zurückschreiben von Artikeleigenschaften auf das Dateiumfeld. Nutzen können wir das in unseren Konstruktionsdaten in Form von Artikelnummern, Revisionen oder auch Beschreibungen bzw. weitere Properties. Zum Beispiel für den Eintrag ins Schriftfeld oder für die Übernahme für entsprechende Suchfelder. Die Ausführung selbst ist möglich in der CAD-Umgebung. Wir können es aber auch klassischerweise über den Vault Explorer oder über den Job-Prozessor ausführen. Wie sieht es aus im Bereich Stücklisten? Da hat sich auch ein bisschen was getan. Unterstützung der Arbeitsabläufe für Ausgangsmaterialien ist hier das Stichwort. Sprich die Darstellung von Eigenschaften, wie zum Beispiel die Menge des Artikels oder auch die Einheitenmenge, haben wir jetzt in der Stücklistenansicht. Wir können mehrere Stücklistenzeilen für einen und denselben Artikel definieren, also sprich eine Zusammenfassung, wie wir es in der normalen CAD-Stückliste auch haben. Und aufgrund dieser Stücklistenstruktur haben wir natürlich dann auch eine wesentlich flexible Erstellung des Stücklistenberichts. Ja, wie sieht es im Einzelnen aus, diese konfigurierbaren Zeileneigenschaften für die Stückliste? Können Sie ganz normal über die Voreinstellung festlegen, Definition eigener Zeileneigenschaften und die Zuordnung selbst dann oder das Mappen über CAD-Daten zum Beispiel. Das Hinzufügen neuer eigener Eigenschaften, wie jetzt zum Beispiel eben diese Artikelmenge oder die Einheitenmenge für die bessere Übersicht in der Stückliste. Und was auch sehr schick ist, man kann diese Eigenschaften direkt in der Stücklistenübersicht bearbeiten. Hier nochmal der Punkt, die Unterstützung mehrerer Stücklistenzeilen. Das heißt also, die Anzeige mehrerer Zeilen mit ein und derselben Artikeldefinition ist möglich. Das ist eine entsprechende Voreinstellung, wie Sie es in diesem gelb umrahmten Feld sehen. Die Steuerung der Kopierung über die CAD-Stücklisteneinstellung ist möglich und wir können auch noch vorhandene Zeilen für Artikel manuell hinzufügen. Der Stücklistenbericht ist auch ein bisschen ausgebaut worden. Wir können das also jetzt direkt über den Vault Explorer und die Artikelumgebung initiieren und die Darstellung von eben solchen speziellen Zeileneigenschaften in den Stücklisten wird dann entsprechend mit übernommen in den Bericht. Dann nochmal was zum Vault Office.
Was ist World Office überhaupt? Das ist mal hier in vier Punkten zusammengefasst. Oder für welche Art von Anwenderkreisen ist das gedacht? Zum einen natürlich für den Vertrieb zum Beispiel. Dort kann es in der Richtung genutzt werden, dass freigegebene Konstruktionen angezeigt werden. Und der Vertrieb kann das dann wieder nutzen, um Angebote oder Ausschreibungen zu erstellen. Prüfung und Genehmigung von sogenannten Änderungsaufträgen können dann entsprechend mit eingesehen werden. Für die Projektleitung selbst ist das auch eine interessante Geschichte, weil sie dann eben im Rahmen dieser Freigabe in die Genehmigung mit einbezogen werden können über den World Office. Also sprich, hier geht es in erster Linie dann eben um Prüfung und Genehmigung von solchen Änderungsaufträgen bzw. den aktuellen Status überprüfen. In Fertigung, soweit denn irgendwo ein Terminal vorhanden, kann man sich das Ganze dann auch anzeigen lassen. Für die Fertigung ist es dann auch noch interessant, zum Beispiel Zeichnungen über das DWF-Format zu drucken bzw. auch Redlining oder eine Messfunktion zu haben. Und über die Stücklistenfunktionalität praktisch auf das Änderungswesen mit einzusehen. Ja, und last not least haben wir noch die sogenannte technische Dokumentation. Hier geht es eigentlich letztlich darum, dass für diese Verwaltungsaufgabe so eine Dokumentation zu erstellen, natürlich auch auf den aktuellen Status der Konstruktion zugegriffen werden muss. Wir haben mittlerweile für den World Office auch einen sogenannten SIG-Client, also einen echten Explorer, was natürlich dann auch für die Einbeziehung von sogenannten Nicht-CAD-Nutzern ein Vorteil ist. Die können also in den Konstruktionsprozess mit einbezogen werden im Sinne von Verwaltung der Dokumentation oder, wie gerade im Vorfeld schon erwähnt, Anzeige und Markierung von Konstruktionen über das DWF-Format. Stapeldruck ist möglich, Sendung von Übermittlungen. Man kann sich aktiv an solchen Änderungsaufträgen beteiligen und entsprechend mit der nötigen Berechtigung dann eben auch die Genehmigung für die Freigabe erwirken. Hier nochmal das Ganze zusammengefasst. Also, für die neuen Funktionen in 2016 können wir das auf diese fünf Punkte praktisch komprimieren. Es geht also in erster Linie um verbesserte CAD-Integration. Stichwort hier nochmal das Anycat und DWG-Assoziativität. Dann eine verbesserte Möglichkeit, Konstruktionen zu kopieren, dank dieses neu geschaffenen Dialogs. Die einheitliche Statusdefinition bzw. Zusammenlegung von Artikeln und Dateien. Verbesserung im Stücklistenhandling und auch signifikante Verbesserung im Bereich des World Office. So, jetzt haben wir noch ein klein wenig Zeit. Es steht zwar schon vielen Dank, aber dann würde ich die Zeit gerade eben noch nutzen wollen, gerade nochmal hier in diesen besagten SIM-Client reinzugucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das übertragen wird. So, jetzt müsste es übertragen sein. Hier sehen Sie also die ganz normale Anmeldemasse über einen Standard Windows, Internet Explorer. Und damit können Sie sich dann auf Ihr entsprechendes Vault-Konto anmelden. Geben die ganz normalen Anmeldedaten ein, als würden Sie sich an Ihrem Vault Explorer anmelden. Das werden wir jetzt hier einfach mal tun. Ich klicke jetzt hier mal auf das Anmelden. Dann befinden wir uns jetzt hier in der Oberfläche dieses SIM-Client. Der SIM-Client ist im Prinzip auch für den World Office nutzbar. Der Unterschied zwischen World Office und Nicht-World Office ist einfach der, dass eine Lese- bzw. Schreibberechtigung stattfindet. Schauen wir uns mal die Oberfläche an. Ich gehe hier mal in den sogenannten Projekt-Explorer. Hier kann man sich dann einstellen, wie die einzelnen Kategorien angezeigt werden. Ich gehe jetzt hier mal in die Designs rein und meinetwegen mal hier in der Unterkategorie. Dann hier meine verschiedenen Ordner und gehe zum Beispiel mal jetzt hier in diesen Teilordner explizit rein. Und dann sehe ich den entsprechenden Inhalt. Wie der Inhalt angezeigt wird, das können Sie oben selbst einstellen. Also ich kann mir das jetzt hier sozusagen wie im Vault Explorer selbst einstellen über entsprechende Spalten und Textausführungen. Ich kann mir das hier
komprimiert anzeigen lassen, sozusagen als Vorschaubilder, und hier ist so eine Art Mischstruktur möglich, wo Sie dann eben je nach Vorkonfiguration das Vorschaubild sehen und entsprechende Property-Einträge. Wenn wir jetzt hier mal auf so eine Datei im Einzelnen gehen, zum Beispiel jetzt hier dieses Teil, ich doppelklicke das einfach mal, dann wird es jetzt hier im linken Bereich angezeigt. Ich sehe also, was es ist. Ich sehe zum Beispiel, wie gesagt, je nach Voreinstellung, die Version, die Revision, was es für ein Material ist, was es für einen Status hat, das ist zum Beispiel jetzt hier noch in Bearbeitung. Und wenn ich nach unten blättere, sehe ich hier auch die kompletten Properties, ganz normal wie im Standard Vault Explorer auch. Ich habe hier auf der rechten Seite den entsprechenden Verwendungsnachweis. Ich kann also hier sehen, wie die Historie ist, wie zum Beispiel von Version 1 über Version 2 nach Version 3 geändert wurde. Ich kann das hier umschalten und sehe jetzt hier zum Beispiel dann auch den Zugriff auf das übergeordnete Element. Wenn ich also jetzt hier einen Doppelklick mache, kann ich mich von hier dann auch auf die übergeordnete Baugruppe durchschalten. Das ist also jetzt hier die passende EAM dazu. Und von hier aus dann wieder deren Verwendungsnachweis ziehen. Also ganz normales Handling, wie Sie es von den Vault Explorer auch kennen. Von hier aus kann sich dann zum Beispiel eben jetzt auch der Mann in der Werkstatt mit einem Rechtsklick die Druckvorschau oder das Drucken initiieren. Und hier habe ich nochmal einen eigenen Dialog für Aktionen. Wenn ich jetzt hier mal drauf gehe, kann ich mir die Datei zum Beispiel herunterladen. Oder ich kann mir von hier aus dann auch über den Design Review des DWF öffnen, kann irgendwo Markierungen oder Messfunktionen durchführen. Also wie gesagt, sehr schickes Handling und steht ab der Ausbaustufe Professional dann auch in unbegrenzter Anzahl praktisch kostenfrei zur Verfügung.